Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. Heute wieder mit. Nuku. Und mir. Genau. Und wir haben uns jetzt schon mal gerade verabredet, wo wir uns treffen. Auf der Karte haben wir mal so einen Punkt ausgewählt. Und dann wollen wir einfach mal nach Süden fahren und die Karte erkunden. Ich habe schon mal ein bisschen meine Sachen wieder in die Kisten geworfen. Und wollte. Moment. Genau, ich wollte die First Aid Kits hier noch da lassen. Und nochmal schnell was essen und trinken. Und mir gehört schon Spaß, wie ich höre. Hilfe! Hilfe! Ich will meine Einfahrt kaputt machen. Nur jetzt ins Bild. Gut, ich habe... Moment, ich vergesse doch immer irgendwas. Was war denn das, was ich vergesse immer? Das weiß ich nicht, was du jetzt vergisst. Ich fahr mal los und dann, ja, es... Was zum Schießen, Hauen, Töten machen. Ja, ich hab, ja. Das denke ich mal, habe ich dabei. Ja, das ist doch schön. Eine Range vielleicht noch. Eine Range habe ich einstecken und... Vielleicht räume ich auch noch ein paar Sachen zum Verkaufen, falls ich bei einem Händler vorbeikomme. Mit ein. Packe ich ein. Ja. Denke ich zwar nicht, aber mach. Bestellt noch Kasten, hab ich Kugeln? Ach so, der ist ja hier drin. Nein, 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 falsch. Was mache ich? Kamera falsch gedreht. Ich wäre fast mit meinem Minibike nach unten gestürzt. Das wäre lustig geworden. Nö. Nö, hast doch wieder recht. Na, komm ich nie ran. Ich werde noch einen Tunnel zu deiner Basis fahren. Bauen. Nein. Und dann kann ich unten hin lang fahren. Aber passt schon, ich fahre zu deiner Basis und baue dann den Tunnel. Nee. Und sterb, ja, das könnte sein. Aber eigentlich sterbe ich da gar nicht so häufig. Also ich bin auf dem Weg. Bist du schon da? Weiß ich nicht, bin bestimmt ein Stück ins die Kirche. Ja, sonst Am Wasser. ich komme erstmal hin, sonst hätte ich gesagt, von dort aus einfach mal der Straße folgen, dann weiß ich, wo du lang bist. Und dann kannst du ja sagen, wenn du was Schönes gefunden hast. Nö, ich hab da noch Blei. Blei, Ich will ja mir stimmt, gerade die Blei. Kacheldinger angucken. Aber oh, die sind alle nur Eisen. Eisen und Blei. Es wäre halt cool, wenn man noch Schiffe oder Boote hätte, ne? Dass du das Wasser fahren kannst. Irgendwie so ein Schlauchboot. Oh, na gut, Schlauchboot ist schwierig herzustellen. Aber es ist aus Holz irgendwie so ein Floß. Hab da Schaufel mitgenommen. Mach ich mit der Insel. Bist du nun? Ich bin auf dem Weg. Ich fährst aber schick in die Stadt. Gut. Ich kann nicht mal richtig laufen mit meinem kaputten Hallo Fuß. Zombie. Was haben wir so? Blei? Ja, dein rotes Weiter. Dreieck. Dein Weiter mit Pfeil, der wird Blei. langsam größer. Ich habe auch grünes Dreieck. Habe ich rot gesagt? Also Ja. irgendwie, ja. Sehr, sehr wenig Schlaf die letzte Nacht gehabt. Da funktioniert das Gehirn nicht so gut. Das stimmt. Immer noch ein paar Federn sammeln. Das brauchen wir lieber. Ich schätze mal, du müsstest jetzt hier jeden Moment hier irgendwo aufploppen. Dann gehe ich mal zum Moped zurück. und ich überfordere dich dann vielleicht gleich. Ja. Da unten bewegt sich was. Ah, da bist du. Na Um, dann. um, um, um. Kommt aber, glaube ich, dann irgendwann zum Absatz. Ach so. Das war wahrscheinlich eher bei mehr zu deiner Basis hin. Weil das vielleicht noch zu deinem Chunk gehört ist. Kann sein. Ich hab das. Ich Ich bin hatte schon noch mal keine. südlich von dir lang gefahren, das sind übelste Abhänge, aber.
Ich habe mir noch nicht die Zeit genommen, die... Das machen wir jetzt hier einfach langfahren. Wir fahren jetzt so lange, bis wir eine Stadt finden und dann gehen wir da ins erstbeste... Genau, noch Hochhaus oder... Ja doch, Hochhaus okay, und rechts, sterben. Rechts ist da wirf. Ah. Ach, ich glaube, da ist irgendwie so ein... Kannst du da auch eine schöne Kohle raussuchen, sehe ich gerade. Ist auch doch irgendwo südlich von dir, du wirst ab. Ja, das Problem ist halt... Ich habe halt wirklich genau... Wirklich exakt auf die Kante von 4 Chunks gebaut. So. Das ist... Ja. Warum ist das so weit weg? Deswegen ist das so ein riesen Gebiet. Ich musste ja, halt 4 Chunks herstellen. Okay, was ist denn jetzt hier? Warte. Tschüssi. Das ist eine ziemliche merkwürdige Probe. Oh. Was zum... Genau, ne? Da dachte ich eigentlich, die hätten mit der... Uah. Kartengenerator spinnt ja immer noch ganz schön. Ja. So, hier waren ja... Ach, hier ist auch der Schatz. Ah, ich habe hier einen Schatz. Ich muss nur noch ausgraben. Warte mal, ich grab mal meinen Schatz aus. Der muss hier gleich sein. Und da ist ein Reh. Kannst du das Reh holen? Nein, da habe ich dann sinnloses Fleisch eigentlich. Okay, gut, dann... Warte, vielleicht muss ich noch mal... Das Deck ist wahrscheinlich gut. Oh, sag mal, ich hab's heute wieder mit Bäumen. Ich kann... Halt, jetzt ist er weg. Okay. Ach, jetzt ist er rot. Okay, Moment. Aber da ist noch so ein Schneezombie. Da ist noch Schneezombie. So, ich hab doch hier was. Mit Axttöten. Es wird jetzt mal kurz laut. So. Das ist mehr als Glück. Und was gemacht? Also ich hab die Kiste klar gefunden. Achso. Die war ja klar. Scheiße. Hat sich aber auch nie so richtig gelohnt, also. War auch schon gut. Na gut. 9 mm, naja. 200 Schuss und halt ein bisschen ein Rezept. Können wir eigentlich jetzt wieder weiterfahren? Ich komme mal da zurück zu der Straße. Ja, mal schnell, da rottet gerade eine Rotte lang. Wo? Weiß nicht. Oder? Ach, da unten ist die Straße, ja. Wo ist denn eine Rotte? Die war rechts jetzt nach mir irgendwo. Weil du da rumgegraben hast, bestimmt. Bist du... Wo bist du? Ich bin hinter dir jetzt. Na, dann fahren wir mal weiter. Jetzt geht nicht von mir. Du bist... Ich seh dich. Was war das? Oh, ein schwarzer Hund. Ein Wolf. Ein Wolf. Wollen wir den töten? Nein, der ist verbrannt. Irgendwie gibt's... Wenn du mal verbrannten siehst, dann bräuchte ich noch. Also hier so ein... Einen verbrannten? Ja, so ein brennender Zombie. Ach, ein brennender Zombie. Ich dachte jetzt, was ist ein brennender Wolf? Ich habe noch keinen brennenden Wolf im Spiel gesehen. Ich kann mir denken. Ja, wir waren gerade bei Wolf. Ja, und rechts. So, wollen wir jetzt hier rechts rumfahren? Weiß nicht. Weil irgendwie links rum geht's ja scheinbar nur um den See. Schon mal rechts rumfahren. Dann muss ich auf meine Karte gucken. Rechts rum, also den Weg weiter kommst du zum Trader. Ach so. Aber ich bin jetzt eh noch dort. Aber hier muss ja auch irgendwo Städte geben. Hier gab es ja früher zumindest. Ja, vielleicht gibt es ja beim Trader eine Stadt. Das sehe ich ja nicht mehr. Das ist halt hier gab es ja früher diese drei großen Städte, die wir in der alten Kartenversion besucht haben. Hier ist ein Hund. Und genau. Das ist doch verbrannt, das schon, also er zerstört ist. Ja. Zerstört es, genau. Aber ich bin gleich bub. Ja, sieht nicht gut aus. Ja, links. Eins ist voll. Hier ist aber auch keine Stadt. Nee, jetzt ist alles weg. Die haben unsere Stelle geklaut. Oder? Wer bist denn du jetzt schon gefahren? Ach ja. Oder? Da müssen sie. Ist das eine Lenk, wenn man ja Vollspeed fährt? Ja, das lenkt halt nur, wenn du am Boden bist. Und wenn das halt wie so ein Gummiball durch die Gegend springt, dann lenkt es halt nicht. Einfach recht schnell ist es, lenkt es auch schon. Da hinten ist ein Händler, ja, aber da gibt es keine Stadt. Wo ist ein Händler? Doch, da ist eine Stadt. Ja, es ist keine große Stadt, aber es ist eine Stadt. Was? Und hier ist ein Reh, warte mal, ich nehme das Reh mal mit. Ich würde gerne den Händler markieren. So, jetzt habe ich die Machete natürlich wieder nicht dabei, aber... Komm, hier wird nie rumgerast. Was hast du denn da gesehen? Nee, da hinten ist eine Stadt.
Ich dachte, das ist ein Händler. Von der Ferne sah das aus wie ein Händler und ich nehme an, dass es eher eine Stadt ist. Ja. Also eine kleine Stadt zumindest. Ein bisschen zerstört. Dann werden wir mal sehen. Oder auch nicht von Bäumen. Vielleicht ist es nicht. Ich sehe es bis jetzt, das lebt noch. Du zuppelst ganz schön. Ja, ich sehe das gerade, weil der das nicht zu zuppelt, aber bei mir fährt es schön geschmeidig. Ja, ja, das gleiche ist bei mir. Das kriegt das Spiel irgendwie nicht so richtig hin. Ja, ich meine, was soll man sagen? Das ist eine Alpha, ne? Das vergessen die Leute immer gerne. Dafür läuft das Spiel schon spitze. Alpha ist eigentlich normalerweise ein Beispiel. Warte mal, Moment, stopp. Muss sein. Ist eine Tankstelle oder so. Alpha ist ja normalerweise so immer voll Bugs und man kann eigentlich davon ausgehen, dass das Ding nicht länger als 5 Minuten läuft und dann stürzt ab. Das ist ja bei dem Spiel nicht so. Ach, bist du jetzt gleich. Ah, ja, geht's ja gleich rechts. Ah, verstehe. Tankstelle und. Ja. Bücher schuppen, vielen Leuten und gegen Auto gefahren. Bücherladen. Blechhütten. Das aber lohnt sich aber eigentlich nicht so richtig. Das sind halt so kleine Dinger hier. Ah, hier hinten. Ist schon groß, aber da ist noch eine Baustelle. Ah, da ist ein Kran. Ach hier, Militär. Lass uns sonst Militärlager hier reingehen. Das ist eine Mikrozogi. Kommen wir mal hier. Doch, komm, lass uns Militärlager reingehen. Nee? Oder okay. Was? Wo bist du hin? Muss ich mal ausladen. Habe ich nicht so viele? Achso, die wollte ich verkaufen. Wenn ich noch ein paar Ledermantel gefunden, kann ich noch schon. Bist du mal. Weg damit. Federn. So, soll ich aufmachen oder wollen wir uns reinframen? Ja, egal. Muss mal ausleeren erstmal. So. Schaufel weg. Okay. Ich bestelle ein paar Frames hin. Dann? Ja, dann? Zum Beispiel so und Ach, da ist vielleicht jemand. So, genau. Manchmal ist ja hier oben eine Kiste drin. Ist gar keiner hier da? Nö. Oh, ich habe mir schon wieder das Bein gebrochen. Ist du hier noch einen Splint? Hast du noch einen? Das wäre nett. Immer sowas mit. Das gibt's da nie. So einen Splint hatte ich jetzt zum Beispiel nie mit. Oh, fahrlässig. Mag sein. Nur verdächtig solche Dinger haben. Wie jetzt? Nur was so am Boden ist. Da ist ja keiner drin. Die Zelle. Ist auch keiner. Aber eine Munitionsbox. Aber seltsam, dass ja keine Zombies sind. Ich hätte noch mal das Tool wechseln sollen, das macht keinen Krach. Na super, 7 Raketen. Noch Pistolenteile, das ist doch scheiße. Dann kann ich sie gleich wieder verkaufen. Wieder was zum Verkaufen. Ein Blutbeutel. Das ist doch schon Schrott. Pokal. Komisch, dass hier keine Zombies sind, das ist echt seltsam. Hast du in den Häusern drin? Ich bin ja gerade in den Häusern. Ach ja, stimmt. Das lohnt sich aber nie wirklich. Hallo. Ich gibt's ja wahrscheinlich nur Toiletten und auch keine Zombies. Na, was haben wir hier drin? Mach noch Rotz. Oh, ich glaube, dafür gibt's auch gut Code. 344. Na gut, das ist nicht viel. Hab schon reingeschaut. Juhu, Vitamine. Vitamine? Lecker. Findest einfach in irgendeinem komischen Schrank in irgendeiner alten Baracke irgendwelche Pillen und du schluckst die. Ja und? Sind Vitamine dran. Ich hab mal alle Blutbeutel gegessen. Wie Blutbeutel? Bist du ein Vampir? So, ich brauche ein bisschen Heilung. Hat mich gehauen da eine Form. Okay, hier oben. Vielleicht hier noch was drin. Ein Vogelnest. Na. Super.
Nein! Es ist ja wunderlich, dass wir die Zombies nie... nicht sind. Ja, dann haben wir halt Glück. Na gut. Ah, warst du schon hier in dem... Ja, warst du schon. Okay. Hab ich irgendwo Zombies? Und ich bild mir die ein. Das mag sein. Mhm. Wo? Da! Das ist wahrscheinlich über unsere Frames hoch. Geht ja gar nicht. Ja doch. Ja, schön der Arm ab. Tja, ich war den Kopf hat er da dabei und hat nichts mit. Aus der Küche schon? Oh nö, das reicht mir eigentlich schon. So, hab ich das mal klar. Das kann ich scrappen. Ich geh nochmal klein in den Crack-a-Book-Laden rein. Ja, ja. Ich brauche den Ofen ab. Ah, hier sind Zombies. Sind oder ja waren? Sind und waren. Achso, hier ist noch einer. Hier war noch einer. Oh, der hat eine Pistole dabei. Immer die gleichen Zombies, ja seltsam. Der wollte mich schlagen. Nichts. Nichts. Hier, na gut, das nehmen wir mit. Noch ein Buch. Nichts. Nichts. Ach ja. Nichts, nichts, nichts. Ich glaube, das kann ich schon. Ich freue mich noch diesen Spiked. Wie nennt das den Spiked Club? Den habe ich noch nie gefunden. Kannst du herstellen. Wie, das Buch? So, Ruhe. Dachte, du hast noch so einen Knüppel gefunden. Nee, nee, so einen Knüppel, den habe ich glaube irgendwo bei mir in der Waffenkiste liegen. Aber ich würde den halt auch gerne selber erstellen. Da ist noch so ein Zombie. Also, du wusstest, dass Leder das da auch relativ teuer sind? Ich hatte vorhin gesehen, für 300, den könnte man reparieren, kriegst du bestimmt auch. Nee, ich hatte einen. 600, 700, und wenn er richtig gut hast ist, kriegst 300 du schon... da hast 954. Dann hab ich noch einen Anzug. Mhm. So, das ist besser als mein aktueller Ledertaster. Da musst du auch mal drauf gucken. Ja, ich weiß. So, ich kann mir nicht was gucken. Ja. Alles sind deine Grundbestandteile zum Liegen, da kannst du mal mitnehmen. So, ich glaube, ich hab's. Hunting Knife kenne ich. Nochmal ein Hunting Knife, super. Irgendwo randalieren hier Zombies. Ja, ich hab schon gerade geweckt. Oder bei dir. Sind ja die hier rumrennen, das fetzt nie. Ja. Was sind sie denn? Ja, das sind mehrere, die hier rumrennen. Das ist... Moment mal, das ist ein bisschen zu viel. Ich will mal kurz ein bisschen Abstand bekommen. Wo kommen denn die alle her, ja? Hinterher, naja. Naja. Ja, die sind zu weit weg. Ich glaube, die treffe ich nicht mehr. Wissen du? In der Bude. Die Scharfschütze halt vom Balkon runter, wie ich das gehört. Oh, was ist denn da explodiert? Ja, jetzt nicht, das war nicht gut. Ja,
Ja, nein, aber das ist doch... Ah. Das ist bestimmt oder andere. Hat er es tot? Was ist jetzt los? Ich hab irgendwie... Weiß nicht. Ja, was ist jetzt los? Weiß nicht. Ach, da ist so ein Dicker. Ach, da ist noch... Ach, da ist wohl noch mehr. Okay. Ich höre mich wenig. Da hab ich selber Splinde gemacht, sonst gehen die Splinde. Da kommen noch so ein paar Zombies. Was ist ein Mist hier? Warte, das ist ein Händler. Nee, ja. Was ist mit dem hier? Achso, nee, der steht hier noch so sinnlos rum. Jetzt hat er keine Arme mehr. Jetzt kann er nicht mehr schlagen. Na, was macht denn der? Der bewegt sich irgendwie. Ach cool. Antibiotika. Soll ich den Dicken mal hier in den Arsch schauen? Komm mal rum. Was hast du hier mitgebracht? Kommt denn der her? Der kommt denn daher? Ich muss mich einfach schnell verbindern. Der rennt hier irgendwie so komische Kreise. Ja. Toll, der hat 2 Verbände dabei gehabt. Brauchst du die? Nö. Ich hab mir selber genug. So, ich nehm mal was. Du nimmst mal was? Nur so Magazine. Alkohol. Wo ist mein Minibike? Steht da noch. Ah, tatsächlich. Die sehen alle gleich aus. So, Magazin dabei. Hin. Wir sind noch Pokale, lieber Stein, ich lange es klappen. So. Hatte ich jetzt noch irgendwas liegen gelassen? Ich glaube nie. Gut. Das kann ich scrapen hier irgendwie komisch. Aber wenn wir hier einen Händler finden, würden wir ja nicht dumm. Schön. Irgendwo. Da hinten ist noch so ein Militärcamp, sehe ich gerade. Irgendwo im Umkreis wird schon ein Händler sein. Ich würde dahinter mal fahren. Wo ist denn dieses dahin? Siehst du mich? Nein. Muss schon eine Himmelsrichtung sein. Das ist Richtung, stimmt, hast recht, Nordosten. Das ist richtig wieder. Richtung Norden jetzt? Und hier ist wieder noch so ein Gelände. Ja, ich fahre mal einen großen Bogen nach oben rum. Und hier ist auch noch das Lazy Haar, was immer das ist. Großes Pferde. Ach so, hä? Steht aber nicht dran. Ja, aber es ist ein Pferdestall. Schön, dass du das weißt. Wenn du mehr Videos gucken tätest, würdest du es wissen. Das Weib ist halt nichts zu sehen, ist aus wie ein Händler. Hm. Ah, hier gibt's Zombies. Ich dachte, man kann mit der 64 jetzt über die Lumpe drüber wegfahren. Webspots-Magneten, Crosshalm hängen. Oh, hier gibt's auch die, also hier im Militärlager ist ein bisschen was los. Aha. Brauch ich doch nur zurück. Ruhig. Wie Hühnchen. Ist er drin, oder? Ah, scheinbar. Ja, den hab ich doch gesehen. Ja, ich nie. Stirb das so. Nur mein Zeug weggenommen? Hm? Nur mein Zeug weggenommen hast. Was hab ich dir weggenommen? Ja, aus dem Zomb. Ich hab gar nichts, ich war da nicht drin. Was für ein Mohr, einfach leer. Ja. Einmal hin. Sag mal. Hm? Ich brauch ein bisschen Zielwasser. Ja. Der hat nur alte Bämme. Haben einfach nichts. Ah, hier ist wie so ein Biohazard-Typ. Ein Biohazard. Komm mal. Ach, den hab ich gleich komplett. Da ist kaputt, Mann. Oh. Macht viel Kraft, aber ist noch ganz effektiv. Was ist denn das? Immer ein paar. Machst du das gerade? Da sind nur Slugs drin. Ich muss aber jetzt angehen. 7 Tubis. Nein. Hä? Hast du das? Warst du hier eben drin? Nein, aber ich bin mal rausgekommen.
Mal sehen, ob sich das lohnt hier. Ich hoffe mal. Und mache. Ah, wieder ein bisschen so Munition. Wo ist hier ein Piepmatz? Was ist denn das hier eigentlich? Das ist ein Schrottplatz. Gibt's wieder so Fässer? Ah, Pistole. Naja. Oh, verkaufen. Lederwaffer. Das was von Schrottplatz. Gibt's irgendwas Tolles? Ne, das sieht nicht so aus. Das ist eine Backbänke. Schuhe. Weg damit. So. Ich hab da eine größere Klatsche für dich hier. Ich hab eine blöde Pistole gefunden. Hab ich Kohle. Steht halt alle nur Schrott rum. Ist ja ein Schrottplatz, ne? Das ist logisch, da steht ein Schrott rum. So, Support. Okay. Willst du vielleicht Orgeparts haben? Hast du Orgeparts? Ich hab Orgeparts gefunden in dem Ring. Achso, stimmt, du nutzt das ja nicht. Du willst, ja, du magst. Das ist egal, nur kaputt und man muss das ja nicht reparieren. Ja, gib mir, gerne. Naja, warte. Ja, mal gucken, bitte, war eine Patsche. Ich wüsste nicht, dass du einen Piepen hast, aber ich sehe ihn nie. Das ist ein Adler. Ah ja, da hinten ist er. Komm, es klappt das. Gut, ey. Genau, wenn ich schieße, fliegt er hinter den... Bist du da im Haus drin? Ja. Ich habe ja eine wertvolle Cowboy-Hüte. Stimmt, der fliegt. Naja, der fliegt zu weit weg. Klar, Hammer brauchen wir nicht. Komm's klappen. Ach verdammt. Zu viel am Skrappen. Leim? Ja. Ach, der ist noch corny. Guck mal, kann man Bandagen lösen. Also 41, na gut, das lohnt sich nie. Hier noch drin. Ah, haben wir keine Abteile. Dann werfe ich mal, ne, dann trinke ich das mal aus. Werf das weg. Jetzt muss ich das mal. Habe ich eigentlich noch ein Ding mal gestickt? Eine Pistole, zwei Pistolen. Das geht doch gar nicht. Was? Was geht nie? Haben die nicht letztens im Video gesagt, man kann Munitionsboxen abbauen, kriegt man Stahl und solches Zeug? Gehen jetzt nicht. Da bin ich jetzt überfragt. Sie haben das vor uns erzählt. Drei Gunpowder. Du hast die ganzen Müll in der Haus noch vorne angeguckt. Mann, Mann, Mann. Wie ist denn das? Ja, das machst du da. Ja, weil ich alles angucke. Irgendwo ist hier aber schon wieder jemand. Ist jetzt mal Schrott für mich? Ne, ich bin hier im Militärcamp. Was will? Wo bist du? Ich bin nicht oben. Ah hier, dann gib mal hier die Teile her. Warte, muss ich ihn erstmal abpacken. Bei Kontakt tot. Ja, da hast du. Danke sehr. Oh ja, schön. Eben bei den Pferdsprung. Das ist ein Pferdchen hier? Kann das Hunde geben. Ah, Pferde gibt's da gar nicht. Ah, nichts. Aber Hunde und Fische. Oh, hier sind dicke Mami drin. Was ist denn das hier? Metall? Das Dach ist angeblich Metall. Ach, du bist da oben. Ja, das ist Metall, ich komm gerade nicht durch. Was zum... Hat sich wieder leichtsinnigerweise in Gefahr begeben. Mist, wieso ist jetzt meins? Der hat mir einfach mein Leben weggenommen. Meine Wellness. Bleib hier, Dicke. Jetzt ist er runtergesprungen. Da ist noch eine. Super. Du schmeißt die mit Zombies von oben nach unten auf mich. Ich bin einfach rausgerannt. Tja. Brauchst du Strohballen? Nee. Nee, brauchst du nicht. Ich zünd gleich die Hütte an. Nee. Wir sind schon wieder am Ende.
Was? von der Folge, ja. Zeit ist schon wieder rum. Danke fürs Zuschauen, viel Spaß beim Selberzocken und wir sehen uns dann wieder morgen in der nächsten Folge. Und bis bald. Bye bye.